Jo, hier noch ein Bäumchen. Ich nehme einfach auch alle Bäumchen mit, weil ich sie brauche. Ja, ja, die sind alle nicht so nett, aber... Weißt du, was ich bei Pokémon auch immer ganz, ganz fürchterlich fand, ist, wenn dem Bösen etwas passiert, ist das gar nicht so schlimm. Hey, die sind einen Berg runtergefallen. Kein Problem, haben sich nicht mal was gebrochen, weißt du? Aber wenn Ash plötzlich kurz davor ist, runterzufallen, ist voll Drama. Weißt du? Ja, das ist doch in jedem Film so. Ja, was wollen die denn dabei bringen? Dass wenn den Guten etwas passiert, es schrecklich ist, aber wenn dem Bösen was passiert, ist in Ordnung? Ja. Was ist das für eine Moral, bitte? Vielleicht haben sie auch Freunde, die sich um sie Sorgen machen. Nein. Ja, verdammt. Ja, Panorama. Achso. Achso, hüpft ihr einfach rum und sagt mir nichts. Ich dachte, du hast gesehen, dass hier ein Panorama ist. Nein! Es ist so schön mit dem Controller. So schön. Für dich ja. Ich fühle mich richtig befreit. Guckt euch das an, was für Skills ich hier auspacken kann. Mit Maus und Tastatur wäre ich 50 Mal runtergefallen. Außerdem habe ich die Einstellung ausgestellt, dass ich mich rollen kann. Weil ich mit dem Controller, wenn ich mich mit dem Controller bewege, rolle ich mich ständig. Achso, na okay. Achso, da hoch müssen wir. Ja, ich bin mit dem Controller, wäre ich zu blöd dazu. bei Digimon fand ich das ganz gut. Da gab es nicht diese Moralvorstellung von Pokémon, aber naja. So, wollen wir? Jo. Das sieht geil aus. Nice, nice. Na, guck mal, da versucht jemand anderes noch hochzukommen. Wir sind schon hier. So, okay. Dann gehen wir direkt mal weiter. Gleich. Wo musst du hin? Runter? Da. Geronimo! Drecksvieh. Da war ich da einfach raus. Oh Gott, ich will hier gar nicht durchlaufen. Guck dir doch mal an, was hier alles ist. Ja, du tötest doch sonst immer alles. Das ist zu viel, ich laufe einfach durch. Oh, guck mal, hier ist ein Händler, hier können wir kurz Sachen verkaufen. So. Ich nehme das alles mit hier. Ich muss ja Zero auch irgendwie wieder einholen, ne, Leute. Na, du bist ja jetzt auch 23, naja. Wie weit bist du fortgeschritten mit 23? Ich habe jetzt die ersten anderthalb Kästchen circa voll. Ja gut, du bist ein halbes Level hinter mir. Das ist jetzt nicht so schlimm. Doch. Da musst du auch überleg ein bisschen... Überleg mal, als es... Du musst auch ein bisschen was mit deinen Sachen machen. Ein bisschen schneidern und so. Mach ich auch. Überleg mal, als es andersrum war. Ne, als du hinter mir warst, das war auch ganz schlimm für dich. Ach. Jetzt weißt du, wie es für mich ist. Das war nicht schlimm. Mhm. Natürlich. Ja, ich muss mal auf die Karte gucken. Wo zum Teufel sollen wir hin? Toll, da können wir uns doch direkt hinteleportieren. Na denn, Bianca, bis zum nächsten Mal. Wo können wir uns hin teleportieren? Drück auf die Karte und guck nach unten. Da ist dann die Stadt Sorandra. Eine Stadt? Keine Ahnung, ich sehe keine Stadt. Ach, da. Da können wir uns hin teleportieren? Ja. Na dann. Was für eine Verarsche, ey. Laufen wir hier eine halbe Strecke? Ich find's scheiße. Ja, so ist das. Gott, ist die groß. Ich kann fast ihre Nippel sehen. Oh, hallo. Was? Ihr seid ein großer Charakter.
Was ist das denn für eine Kleidung, bitte? Was die Kleidung? Nordisch halt. Eine nordische Waldläuferin, so wie das aussieht. Halb nackt. Kann ich von oben rauf gucken? Okay, gehen wir weiter. Ja, genau, jetzt hat sich hier erstmal einer hin teleportiert, sehr schön. Komm, gehen wir. Gehen jetzt in die Hauptstadt. Das ist Zero. Was bin ich? Unschuldig bin ich. Nein. Alles andere als unschuldig. Ich bin die Unschuld in Person. Diese Stadt habe ich mit meinem zweiten Charakter auch komplett auseinandergenommen. Habt quasi alles gesehen. Ja, das muss ich auch noch irgendwie machen. Ja. Das Ding ist, ich würde ja am liebsten auch den zweiten Charakter auf Level 80 sofort hochleveln, aber ich weiß, wenn ich das tue, dann werde ich mich selbst spoilern und wahrscheinlich die ganzen Quests machen für das Mount. Ich habe den ja bisher nur zum Erkunden benutzt. Ja, du. Ich bin aber ein bisschen ungeduldiger. Vor allem weiß ich nicht mal, wie man das Mount bekommt. Na, man muss nur das erste Kapitel spielen. Ja, ich habe angefangen, damit ich das Level von meinem Zweitcharakter erhöhen kann. Das war es auch schon. Hm. Siehst du, und wenn du das durch hast, dann bekommst du das. So, bist du hin? Wo bist du? Ja. Ach, das ist mein Tier. Ich denke mal, das bist du, die hinter mir ist, weißt du? Hier, hier bin ich. Nee. Ich gucke dann immer auf die Karte und sehe, dass mir ein grüner Punkt folgt und denke mir, das ist Reggie. Nee. Weil mein Punkt müsste auch übrigens blau sein. Achso. So, wollen wir den Aussichtspunkt da oben haben? Komm, machen wir mal. Der wird, weißt du, Reggie guckt nach oben und in dem Moment ist ihre schon längst weg. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Die kleine Reggie ist hier ganz fix am Springen und so. Hui! Geronimo! So, sind wir schon da? Ach nee, der ist da ganz oben. Wieder ganz oben? Wo bist du denn hier lang gesprungen? Oh Gott, nicht runterfallen. Nein! Ja, ich komm nochmal wieder. Ich war so kurz davor. Tja. Das ist alles gar nicht so einfach. In diesem Gebiet bin ich sehr, sehr oft runtergefallen, ey. Ja? Ins Nichts und bin dann gestorben. Das ist blöd. Wo willst du überhaupt hin? Sicher rüber. Juhu! Ha, ich bin drüben. Also wenn ich etwas kann, dann auf irgendwelchen Wänden lang hüpfen, ohne runterzufallen. Hallo. Na, und? Los geht's? Jo. Jo. Ich muss sagen, diese Stadt finde ich richtig geil, ne? Ich liebe es ja, wenn es so ein bisschen futuristisch, Fantasy-mäßig und mit ganz viel Wasser, Energie und allem drum und dran angehaucht ist. Aber ich muss sagen, das war die schrecklichste Stadt zum Erkunden. Ja, na, das müssen wir jetzt nicht machen. Nö, nö, machen wir auch nicht. So. Wieso müssen wir jetzt in ein Portal rein? Wo führt mich diese Quest hin? Achso, ja, schönen Gruß von Nine, kann ich dir dann sagen. Sie meinte, diese Pfadfindung in diesem Story-Quest ist sehr blöd. Okay. Müssen wir da rein? Wir müssen nach Löwenstein. Alles nur, um nach Löwenstein zu kommen, oder was? Erstmal, um wahrscheinlich von Löwenstein dann wieder irgendwo zurückzulaufen. Bestimmt in die Heimat. Ich wette, ihr schickt uns jetzt in die Heimat. Das wollte ich auch gerade sagen. Oh Mann, das wäre richtig blöd. Das wäre aber lustig. Aber du kannst auch auf die Karte gucken und, glaube ich, so herausfinden, wo du hin musst. Nein, der zeigt mir... Ach, nee. Der zeigt mir wirklich nur da, wo wir gerade rumlaufen. Hm. Ja, komm. Hundertprozentig ist das hier unser Zuhause. Ja, der Hain. Das ist doch die pure Verarsche. Ja. Also, wir haben auf jeden Fall wunderschöne Gebiete in der ganzen Zeit erkundet. Es ist alles richtig toll. Einmal im Kreis laufen für diesen Scheiß. Ganz ehrlich, Spiel. Das hätten die auch anders lösen können.
Nein, das ist wie ein Navigationsgerät. Es nimmt immer den größten Weg, immer die größten Straßen und immer diesen... Und wenn das viel, viel länger dauert als alles andere, völlig egal. Kennt ihr das mit Autobahnen? Weißt du, man könnte über die Landstraße fahren, so querfeldein. Nein, das Navigationsgerät nimmt die Autobahn nach Norden, nimmt die andere nach Osten und dann fährst du wieder nach unten. Genau so ist das auch. Guck mal, hier ist nochmal so eine Halbnackte. Wieso sind die alle so groß? Nur weil sie das so gemacht haben. Ah, die sieht cool aus. Oh, das sieht richtig cool aus. Nice, nice, aber das ist aber auch die Klasse, ne? Kann ihren Schlüpfer sehen. Was? Hallo, was machst du? Nichts. Ihr guckt fremden Mädchen unter den Rock. Schweinerei. Das macht doch jeder in Spielen. Nein. Doch. Alle wissen zwar, dass die Texturen da auf jeden Fall nicht vorhanden sind, aber man macht es trotzdem. Tja. Instanz betreten hier. Jo. Jo. Ah, jetzt sind wir wieder bei Mrs. Königin hier. Erstgeborener Traherne, ich habe das Artefakt, das Tekwen am Strand sah. Es ist ein Spiegel, der ein Portal nach Orr öffnen kann. Tekwen wurde hindurchgezogen, aber Karis und ich haben sie zurückgebracht. Mit ein wenig Hilfe von einer Asura. Orr ist ein schreckliches Land. Ist es wirklich meine wilde Jagd, gegen Saitan zu kämpfen? Ich weiß nicht, ob ich je stark genug sein werde. Nur wenige haben den Mut, ins Herz von Orr zu blicken. Ihr habt euch bereits als mutiger erwiesen als die meisten. Die Verderbnis des Drachen lässt das Herz krank werden. Wenn wir Saitan nicht aufhalten, wird die ganze Welt dahin welken und sterben. Ich verstehe jetzt, was ihr meint, Mutter. Wir dürfen die Drachen nicht gewähren lassen, selbst wenn es uns das Leben kostet. Wisset, dass ihr diesen Gefahren nicht allein entgegentreten werdet, meine Kinder. Seid vorerst stolz auf das, was ihr geleistet habt. Junker, ihr habt viel vollbracht. Obgleich ihr Schrecken erblickt habt, versteht ihr jetzt unsere größte Waffe gegen sie. Die Hoffnung. Danke, Mutter. Ich werde darüber nachdenken. Wenn ihr mich wieder braucht, werde ich bereit sein. Heißt, und dann noch die Musik dazu. Ja, und sie bestimmt gerade. Ich bin in Bestform. Oh, Level Up. Level Up. Level Up, oder was? Ja. So, was haben wir denn so Schönes jetzt? Irgendwie Schuhe bekommen? Ich sollte mir angewöhnen, das durchzulesen, was ich bekomme. Was ist das jetzt? Beherrschungspunkt verdient. Ihr habt einen Beherrschungspunkt erhalten. Okay. Jetzt kannst du dich besser beherrschen, das ist doch gut. Wählt eine Belohnung. Faulendes Amulett, mächtiges Amulett oder kühnes Amulett. Ah, das Mächtige natürlich. Zack. So, sehr schön. Wo ist das jetzt? Ich finde meine Sache nicht. Achso, der Rucksack war zu, deswegen. Okay. Löwenmaul-Warms habe ich bekommen. Der ist genauso gut wie meiner. Wie sieht der aus? Okay, was sagst du dazu? Ganz schön hell. Vorher? Nachher? Ja, das Vorher sah schon besser aus, natürlich. Hm. Das sieht irgendwie so ein bisschen in Watte gepackt aus. So, dann habe ich noch Schuhe. Was? Wähle Werte aus. Ich kann Werte aussuchen. Wütender. Kraft, Präzision. Oh Gott. Valkyrischer, Kraft, Vitalität, Wildheit, Wachender. Oh Gott, es gibt einfach so viel davon. Ich glaube, ich nehme den Wütenden. Ja. Passt perfekt. So nennt sich die Schuhe auch an. So, Siegel des Ring des Heines. Okay. Der mir nichts bringt. Na gut, hat einen Aufwertungsplatz, den kann ich selber dann bestimmen. So, und das Amulett. Ja, cool. Dann sind wir auch mit meiner Geschichte durch und dann können wir jetzt zurück ins neue Gebiet. Das finde ich gut.
klingt auf jeden Fall schon mal. Achso, das ist erstmal so. Natürlich. Wir müssen aus erstmal der Instanz raus. Genau, aus der Instanz heraus. Ich glaube, das nächste, beim nächsten Mal Story ist, glaube ich, auf Level 30. Genau, ich glaube alle 10er. Ja, jein, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube danach nicht mehr alle 10. Aber werden wir sehen. Ganz entspannt. Wir haben auf jeden Fall so viel Zeit, wie wir wollen. So, die Wildnis. Gehen wir zurück zur Wickmacke wachsender Quelle am Anfang. Weil da haben wir ja noch Skrickburg Hügelstadt. Noch ein Herzchen. Ja, machen wir auf jeden Fall. Ein paar Minütchen haben wir noch. Auf jeden Fall schaffen wir also noch ein bisschen was. Das Singen eines Schwertes ist wie eine Brise, die durch die Bäume. Was haben wir denn hier? Albtraumbanner getötet. Das ist die Quest vom Anfang. Ach, es wiederholt sich. Ja, ja, das sind die Events, die kommen ja immer wieder, ne? Aber wenn ich das richtig mitbekomme, dann hat man von den Events auf jeden Fall immer relativ viel. Ja, oh Gott, die sind natürlich ja richtig tanky, ey. Hihi. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Hast du Loot für mich? Ja, nice. Kleiner Dornenbeutel. 45 Karma. Achso. Cool, wir haben einen getötet. Wir haben mitgemacht. Ja, natürlich. So, das reicht doch aus. Dann lass uns mal zum nächsten Herzchen gehen. Aber erstmal einen kleinen Abstecher hier hin. Hm? Ach so, wegen wieder hier. Ups. Was? Falsche Fähigkeit. Das hier wollte ich ja nicht. Zero flüchtet. Ich war gerade noch Feuer auf Feuer eingestimmt. Da wollte ich hin. Zero flüchtet vor den Materialien. Ich brauche alles Erz, was ich kriegen kann. Wenn ich mehr Geld kriege als Reggie. Da müssen mich meine Zuschauer natürlich immer unterstützen, ne? Natürlich. So, siehst du, hier geht's auch schon rein, ne? Perfekt. Nur zumal ich ja immer noch auf 100 Gold spare, ne? Eine Raupe. Hallo. Raupi! Warum tötest du die nochmal neuerdings nicht mehr? Das wundert mich gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, die sind so, keine Ahnung, nicht böse. Aber die Wildtiere. Ja, das ist, wenn du da irgendwas machst, dann unterhalte ich mich damit, dass ich kleine Tiere töte. Nee. So, das ist ein böses Viech. Ja, ich weiß. Ein starker Hammer habe ich bekommen, okay. Kann ich leider nicht gebrauchen, oder? Oder? Nö. So, was müssen wir denn hier überhaupt? Sammelt Raupenfleisch. Na siehst du, war ich doch ganz gut, dass ich die Raupen getötet habe. Gib mir ein Schwert und ich töte dich. Sammelt Raupenfleisch, zündet Fackeln an, um Ungeziefer zu vertreiben, zerstört defekte Geschütztürme und beschützt die Skrit. So. Na gut, das kriegen wir ja noch hin. Yay! Scheibe Raupenfleisch. Okay. Gibt's denn Scheiben? Joa, kannst du ein Scheibchen schneiden, ne? Ein bisschen eklige Vorstellung auf jeden Fall. Aber gut. Du nimmst denn ja direkt eine Scheibe, weißt du? Denkst dir, okay, da hole ich mir jetzt ein Scheibchen Loot raus. Den Rest will ich nicht. Ja genau, den Rest lasse ich liegen für andere. Ich bin ja nett. Weißt du? Ist ja nicht jeder so wie du, dass er immer alles nimmt, was er kriegen kann. Nein, es gibt auch nette Menschen. Ich find's toll, ich werde nicht mal getroffen, weil ich mich die ganze Zeit bewegen kann. Schön. So. Hallo? Gabst du mich mal nicht an? Turm, ey. Wo bist du überhaupt? Ich bin nach oben gelaufen. Achso. Da war so ein defekter Geschützturm. Den habe ich jetzt zerstört. Ich dachte ja, du läufst auch in die Richtung, aber irgendwie bist du wieder umgedreht. Ich bin runtergelaufen, wenn du hochgelaufen bist. Achso. Ja. Oh. Hallo. Na?
War das nicht hier, wo wir die Spiegelquest hatten? Schreibt mir so. Ja, genau. Genau das ist die Ecke. Hallo. Sie sieht ja da den Turm an. Jetzt muss ich erstmal zum Turm gehen. Element Feuer, gehorche mir. Der diesen Angriff überlebt, hat das Recht, seinen Bau an einem beliebigen Ort in dieser Kolonie zu graben. Was? Boah, hier sind Erze. Ich bin im Himmel. Oh, ich muss die Zero finden für die Erze. Verdammt. Genau, halt Temp? Nee, doch nicht. Alles gut. Ich bin immer noch hier. Da. Wo ist jetzt das Erz hin? Da. Ich sehe es. Also irgendwie gucken, wie ich die Ziele abändern kann. Ich bin noch ein bisschen zu konfus, wenn plötzlich irgendwie nur der Turm anvisiert wird, aber vorher die Raupen sind. Ja gut, die Raupen sind ja eigentlich neutral. Deswegen visiert er sie wahrscheinlich nicht an. Ja, das kann gut möglich sein. Erst wenn du sie angreifst sozusagen. Mhm. Aber wir haben es geschafft. Also, ich. Keine Ahnung, noch nicht. Wie es dir geht. Hm? Mir fehlt noch ein Viertel. Ein Viertel sogar, wow. Ja. Achso, du kannst übrigens auch die Fackeln anzünden, die überall rumstehen, ne? Ach, das sind. Ach, oh, die habe ich gar nicht gesehen. Hm. Hä? Achso. Meine Mauseinstellung gerade geändert. Hab mich gedreht plötzlich. Ich bin der Wind. Ja, hier sind Fackeln tatsächlich. Hm. Und guck mal, was da auf die zukommt. Oh, wieder Mäuschen. Hm. Oh, die spawnen hier aber auch schnell nach, ey. Ja, zum Glück. Ist doch gut. Oh, hier ist noch eine Fackel. Ups. Sorry, ich wollte dich nicht angreifen, ich wollte die Fackel anmachen. Ach, armes Raupi. So, fertig. Sehr gut. Vorsicht. Magischer Magiekunde-Warms, okay? Guck ich mal an. Ist nicht wirklich besser, aber ich zieh die mal an. Vielleicht sieht er anders aus. Wird sie hingebunden, ja, ist mir scheißegal. Ach, das ist das schwule Ding hier. Na gut, in die Farben sieht es jetzt nicht mehr so schlimm aus. Ja, ne? Oh, ich finde das hier trotzdem immer noch besser. Wie wir jetzt zeitgleich die Waffen weggesteckt haben. Wir sind Pros. Ja. So, das war's dann, ne? Genau. Würde ich sagen. Richtig. Das heißt, wir müssen aber noch tiefer rein, weil das erstens noch ein Panorama und ein Herz. Da, in die Richtung? Ja. Oh Gott, ich dachte, ich falle gerade runter. Ja, habe ich auch gerade gedacht. So, Panorama, wie kommen wir denn so daran? Ich weiß gar nicht, wo das eigentlich. Erstmal also gucken, böse. Wo das überhaupt angezeigt wird. Okay. Hm? Ist das teleportiert? Wo wird denn das angezeigt? Wo genau? Ach, da, guck mal. Ach, da. Oh. Aber hier ging es irgendwo hoch. Ach, da, da. Ging es? Ja. Also hier ging es auf jeden Fall noch lang. Ja, aber nicht noch höher. Keine Ahnung. Nö. Aber auf jeden Fall müssen wir irgendwie nach da oben kommen. Das denn? Was Golem aktivieren? Golem, du machst das. Au, oh, nein. Ich bin runtergefallen.
Verdammt. Ja, lass den Golem alles machen, während wir hier chillen. Hä? Hm? Wo läufst du hin? Wie kommst du da hoch? Ach so, da bist du. Nee, du bist gerade bei mir in den Felsen reingerannt und verschwunden. Ach so. Ja, das, So, und jetzt müssen wir da irgendwie noch ganz nach oben. Hm. Ja, fraglich, ne? Ja, ne, gute Frage, nächste Frage. Achso, warte mal, ich glaube, ich hab's gesehen. Ja, ich hab's auch gerade schon versucht und bin runtergefallen. Tja. Nein, nein! Au. Oh. Verdammt. Wie hast du den Sprung geschafft? Gesprungen? Mach. Aber ich bin auch von hier vorne gesprungen. Okay. Ah. So, aber hier darf es rutschig. Nein. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Ach ja. Verdammt. Kennt ihr diesen Ehrgeiz, überall raufspringen zu müssen? Ich kann mir nicht vorstellen, wo es jetzt hingeht. Wie bist du denn da jetzt? Achso, da bist du. Auf dieses Brett kann man zwar rauf, aber... Springen? Aber dann nicht weiter, oder wie? Nö. Bitte. Puh. Stimmt. Nein, au. Okay, das ist diesmal tatsächlich kniffliger als sonst. Moment. Aber soll ich dir mal was sagen? Ich glaube, das ist nicht mal richtig. Oder? Nein. Ich wollte auch gerade von da springen, wo du gerade bist. Ah. Sieht nämlich ein bisschen besser aus. Ja, ne, finde ich auch. Das scheint so weit weg zu sein. Nee, da kommst du nicht hin. Keine Ahnung, wer weiß. Irgendwie muss es auf jeden Fall funktionieren. Was? Warum einfach die Treppe? Welche Treppe denn? Wenn du mir jetzt erzählst, wo die Treppe dann nach oben ist, zu diesem Panorama, dann nehme ich auch gerne die Treppe. Aber ich glaube, ich sehe die Treppe. Vorausgesetzt, es ist die richtige. Was? Ist das die Treppe? Ja, da. Direkt über die Brücke rüber. Bleib tapfer! Das Vieh wird uns nicht besiegen. Aber springen ist viel lustiger. Toris kennt sich aus wahrscheinlich, ne? Hat er schon mal gemacht. Ja. Kennen sich eigentlich so ziemlich alle aus in dem Spiel. Und hier ist eine Schrottkiste. Da kam ein Golem raus. Wo bist du denn? Ich bin über die Brücke. Ich habe eine Schrottkiste geöffnet, da war Golem Typ 2. Ich habe mein Bestes gegeben. Okay. Keine Ahnung, wie der versollte das. Achso, du bist jetzt zu weit gelaufen. Ja, ich hab die Kiste gesehen, dachte ich, öffne sie. Was ist das hier? Schrotthaufen. Nee, nicht nochmal.
Da, da ist so eine Schrottkiste. Öffne sie doch mal. Mach doch. Ach, das ist, ah, das ist für die Quest. Also mit dem Springen hat es mehr Spaß gemacht. Da kommt jetzt aber eine Riesenmeute, du. Was hast du denn da angelockt? Ich bin einfach durchgelaufen, so wie du. Eigentlich hast du die alle angelockt. Nein. Doch. Du hast sie angelockt. Du hattest die Aggro, also. Na gut, los. Ja, das zu diesem schönen Ding. Jetzt können wir hier oben stehen und so tun, als wären wir von hier aus hochgekommen. Genau, als hätten wir es geschafft. Von hier oben sieht man sogar noch viel mehr. Aber es sieht schon cool aus, ne? Ja. Not bad. Aber gut, ich glaube, das war's für heute, wa? Ja, würde ich auch sagen. Machen wir beim nächsten Mal genau hier mit den ganzen Herzchen weiter. Stellen wir uns zu den tollen Händlern. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.